Коллеги, здравствуйте. Виктор Скрипник, главный тренер Луганской «Зари». Готов ответить на ваши вопросы после сегодняшнего матча с «Рапидом». Виктор Анатольевич, вначале попросим вас прокомментировать игру. Пожалуйста, вам слово. Liebe Kolleginnen, ich begrüße Sie recht herzlich. Herr Viktor Skripnik, der Chefcoach der ukrainischen Mannschaft, wird gerne Ihre Fragen beantworten. Ну, во-первых, поздравим «Рапид» с победой. Мне кажется, может быть, 3-0 такой счет неприятный для нас. Но реализация наша и реализация «Рапида» сегодня это было решающее. Да? Мы заслуживали на пару голов. In erster Linie möchte ich Rapid-Spieler recht herzlich zum Sieg gratulieren. Sicherlich 3 Tore, das ist etwas, was sehr gut gelaufen ist. Also wir haben mit einigen Toren gerechnet, leider ist es für uns nichts geworden. Nur, понятно, что следующая игра, которая будет четверг через неделю, мы будем пробовать все, что можно. Шансы, которые у нас сегодня были, надеемся, они будут у нас и в Запорожье. Может быть, фортуна повернется к нам тоже лицом. И те моменты, которые мы будем создавать в домашней игре, будет лучше реализация. Wir erhoffen uns, dass wir beim Rückspiel das nachholen können. Vielleicht wird die Fortuna das Glück uns nicht den Rücken kehren bei unserem Heimspiel und wir können mit der Unterstützung rechnen und können gute Ergebnisse erzielen. Ну, так очень трудно комментировать. Мы не играем от ворот, мы всегда ищем вперед игру, да, и вот это было сегодня у нас. Мы наиграли, может, на 2-3 игры с такими моментами, но еще раз говорю, футбол тем и прекрасен, что он не может предсказать, да, ты не можешь планировать, все случается на поле. Wir spielen nicht vom Tor her, also wir spielen, wir versuchen uns vorwärts zu bewegen. Fußball ist deswegen so schön, dass man nicht vorhersagen kann, wie Spiel ausgehen wird. Danke. Вопросы? Fragen? So ein klares Ergebnis bei zumindest ebenbürtigen Mannschaften gesehen. Das war ja wirklich ein verrücktes Ergebnis. Ich meine, ihr wart so spielerisch über weite Strecken war das besser und gefährlich und dann verliert man 0-3. Ja, das ist doch, was sage ich. Ja. Momentan, ich wollte nicht sagen, das bin ich ratlos oder noch was. Wenn wir da mit jeder Tor was oder Moment, wenn wir da schaffen, das Tor zu machen, das Spiel dreht sich um. Und nochmal, wir werden alles versuchen nächste Woche, aber ich glaube, dass es auch heute ein bisschen zu hoch ist. Еще вопросы есть? Haben Sie noch Fragen? Спасибо. Danke vielmals. Danke. Спасибо.